Frühjahr in Ungarn. Schon im vergangenen Herbst durften wir über einen großen landwirtschaftlichen Betrieb in Ungarn berichten. Das Video ist gut angekommen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Likes, Aufrufe und Kommentare. Eines Tages klingelt unser Telefon. Landwirt Dominik erzählt uns über die aktuellen Frühjahrsarbeiten und so machen wir uns wenig später auf den Weg. Wir treffen Dominik an einem der Betriebsstandorte. Hier ist er mit einem Selbstfahrfuttermischwagen von Faresin unterwegs, um die Tiere mit frischem Futter zu versorgen. Immer wenn ich Zeit habe, oder ich nehme mir die Zeit, fahre ich mit dem Faresin-Futtermischwagen selber, weil ich dort darin ganz klar den Vorteil sehe, dass ich die absolute Kostenüberwachung habe, wie viel Futter wir füttern. Und der weitere Vorteil ist, dass ich jedes Tier sehe, ob es irgendwelche bedenklichen Merkmale aufweist, ob es krank ist, ob es nicht aufsteht, wenn der Futtermischwagen kommt. Und danach kann man natürlich sich währenddessen die Ohrmarkennummern aufschreiben und danach nachschauen, behandeln oder rausselektieren. Das ist mein Schlüssel zum Erfolg. Auf dem ganzen Standort fahren wir mit 8 verschiedenen Futterrationen. Also das heißt nicht, dass wir 2 oder 3 verschiedene, wir haben allein im Kuhstall haben wir 5 verschiedene Rationen für die verschiedenen Leistungsgruppen. Aber darüber möchte ich in einem weiteren Video näher drauf eingehen. Direkt danach geht's für uns raus aufs Feld. Seit einigen Tagen läuft die Maissaat auf diesem Betrieb. Rund 600 Hektar sollen heuer angebaut werden. Wozu werden diese genutzt? Wir bauen dieses Jahr nur 600 Hektar Mais an. Ein Teil davon wird natürlich gehäckselt für die Tiere als Futter, aber im letzten Jahr haben wir den Häcksler natürlich neu gehabt und haben umso mehr auch gehäckselt, weil der Niederschlag gefehlt hat für einen starken Körnermais. Und deswegen machen wir dieses Jahr ein bisschen weniger Mais, weil wir natürlich noch Futter vom letzten Jahr haben. Und Körnermais. Körnermais wird in der hauseigenen Trocknungsanlage getrocknet, gelagert und weiterverkauft. Und natürlich brauche ich auch einen Körnermais für meine Tiere. Aber das meiste geht schon in Umlauf und wird als Handelsgüter verkauft. Hier arbeitet gerade ein John Deere 9620 RX mit einem 12 Meter Grubber von Horsch. Dieser ist heute mit den Vorbereitungen für die bevorstehende Maissaat beschäftigt. Befeuert wird die Maschine von einem reinen 6-Zylinder-Motor von Cummins. Typ QSX 15 Tier 4 mit 456 kW, das entspricht 620 PS. Zum Erreichen der 40 km/h auf der Straße stehen dem PS-Monster 16 Vorwärtsgänge zur Verfügung. Rückwärts sind es 8. Dennoch liegt die Stärke des 9620 RX nicht im Transport. Mit den 4 Raupen ist der Schlepper für schwere Ackerarbeiten wie hier am Gruber geradezu prädestiniert. Ja, zu unserem neuen RX, das ist das absolute Zugpferd von der ganzen Firma, weil je nachdem, was für ein Anbaugerät er hat, entweder 9 Meter oder 12 Meter, schafft er eine Tagesleistung von bis zu 120 Hektar. Und er wird dann auch teilweise in 24 Stunden Betrieb gefahren, weil wir ja dann auch schon wieder Mist fahren oder Kalk streuen und das muss einfach dann ganz kurzes Zeitfenster aufgrund der EU-Regulierung, dass man den Mist dann auch einarbeiten muss, wird es immer knapper und deswegen setzen wir da auf große, schlagkräftige, leistungsstarke Technik und das ist von John Deere auf jeden Fall gegeben und ich möchte diese Maschine nicht mehr missen auf dem Betrieb, weil es einfach Spaß macht und wirklich effizient ist. Die Aussaat erledigt ebenfalls eine Maschine von Horsch. Gezogen von, wie sollte es auch anders sein, der Technik von John Deere. Ein 7R290 zieht hier die 24-reihige Horsch Maestro. Sie ist die größte aktuell gebaute Maissäemaschine und noch dazu die einzige in ganz Ungarn. Warum setzt ihr genau auf dieses Gespann? Ja, das Horsch
gespannt. Die Sämaschine 24-Reihe war eine Neuanschaffung dieses Jahr, weil natürlich die Zeitfenster immer geringer werden. Natürlich auch, es ist auch schwierig, Arbeitskräfte zu finden, und diese Zeitfenster im Frühjahr aufgrund der Niederschläge und dann wieder den kurzen Trockenperioden werden immer kürzer, und deswegen muss die Maisansaat schnell vonstatten gehen, weil man halt im Frühjahr nur ein kurzes Zeitfenster hat von der Bodentemperatur, und dass man dann einfach den Mais schnell in die Erde bringt. Das ist halt ein wahnsinniger Anschaffungspreisfaktor. Ich glaube, über 200.000 kostet die Sämaschine, aber es hat tadellose Arbeit dieses Jahr gemacht, und das war auf jeden Fall richtig gut investiertes Geld, meiner Meinung nach. In den Tank der Maschine passen 2000 Liter Saatgut und 7000 Liter Dünger. Diese werden hier von einem John Deere 8R per Überladewagen gespeist. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Wir bleiben noch eine Weile am Feld und wechseln zur Grünroggenernte. Hier treffen wir zuallererst auf einen John Deere 6175R mit dem Reiter Respiro R9, den ihr schon aus dem letzten Video kennt. Neu hinzugekommen ist dieser Respiro R3 im Frontanbau. Damit möchte der Betrieb die Grundfutterqualität noch mehr verbessern, indem das Futter vom Schlepper nicht mehr überfahren wird. Das Futter wird von einer flexiblen Pickup aufgenommen und gelangt über das Förderband in die eingestellte Richtung. Der Respiro R9 im Heck kann je nach Ertrag alle möglichen Schwaden formen. Bei unserem Besuch wurden überwiegend Nachtschwaden geformt. Wie viel Grünroggen wurde in diesem Jahr angebaut? In diesem Jahr haben wir ein bisschen weniger Grünroggen angebaut, da wir im letzten Jahr noch im Herbst ca. 360 Hektar Luzerne eingesät haben. Deswegen versuchen wir dieses Jahr mit 130 Hektar Grünroggen auszukommen. Gehäckselt wird das Futter mit dem Krone Big X 780, der erst im letzten Jahr angeschafft wurde. Aus der 70 cm angehobenen Liftkabine hat der Fahrer einen tollen Überblick in den nebenherfahrenden Anhänger. Bei der Gras- und Grünroggenernte sicher eine Spielerei, bei der Maisernte mitunter ein nützliches Feature. Mit den 775 PS aus dem 8-Zylinder-Liebherr-Motor frisst sich die Maschine ruhig durch die Schwaden. Wie sind die Ertragswerte in diesem Jahr? Der Ertrag war relativ gut in diesem Jahr. Wir haben 18 Tonnen Frischmasse vom Hektar runtergefahren, und laut dem NIR-Sensor von Krone haben wir dieses Jahr 20% Rohprotein im Grundfutter enthalten, was sehr vom Vorteil ist, da wir damit weitere Futterkosten vom Rapsextraktionsschrot und vom Sojaschrot sparen können, um die Milchleistung aufrechtzuerhalten. Wir wechseln das Fahrzeug. Inzwischen hat auch Dominik auf einem der Transportgespanne Platz genommen. Er sitzt hier am Steuer eines John Deere 6175R mit einem großen Kipper von Krampe. Über verschiedene Funktionen, wie beispielsweise dem John Deere Operation Center, ist es den Fahrern möglich, miteinander zu kommunizieren. Des Weiteren wird die Arbeit durch das Fahren mit GPS wesentlich erleichtert. Am Silo wird das Futter abgekippt und von einem John Deere 8320R mit einem Schiebeschild von Fliegel auf den Haufen geschoben. Hier wird es von einem richtigen Kultschlepper verdichtet, dem John Deere 9400. Diese Maschine wollen wir euch in einem weiteren Video im richtigen Einsatz zeigen.
Inzwischen ist es früher Abend geworden. Wir fahren wieder raus aufs Feld. Dort schauen wir den Maschinen noch eine Weile beim Arbeiten zu und bedanken uns für die tolle Unterstützung beim Dreh dieses neuen Kurzfilms. Liebe Zuschauer, ihr habt Lust auf mehr solcher atemberaubender Technik im praktischen Einsatz bekommen? Wir sind natürlich auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert schon jetzt unseren YouTube-Kanal und aktiviert auch die Glocke. Es lohnt sich! Thank you.